Es gibt Berufe, über die denkt man nie nach, bis man sie braucht. So ein Beruf ist der des Hörakustikers. Ich bin bei Esbig Hörgeräte in Gießen. Also, was ist das für ein Job und was macht man da? Das will ich heute herausfinden. Fun Fact am Anfang, sogar die Menschen, die hier arbeiten, sind darauf meist nur aus Zufall gekommen. Man schlittert da einfach rein. Also es gibt keinen, der sagt, hey, ich wollte Hörgeräteakustikerin werden. Ich wollte ursprünglich Krankenschwester werden. Aus Krankenschwester wurde nichts, aber Kommissar Zufall half Veronika Weiß weiter. Irgendwas willst du machen, irgendwas mit Technik, aber irgendwie will ich Menschen helfen. Und dann habe ich gesehen, dass noch ein Akustiker sucht und dann bin ich zum Akustiker gekommen. Okay. Hier im Laborzimmer probiere ich meine ersten Handgriffe als Hörakustikerin aus. Chefin Ina Esbig zeigt mir, wie eine sogenannte Otoplastik entsteht. Das ist jetzt hier zum Beispiel ein linkes Ohr. Das ist die Ohrmuschel. Der Gehörgangszapfen bis zum kurz vorm zweiten Knick. Wie ein Fingerabdruck unterscheidet sich nämlich jedes Ohr vom anderen und muss individuell abgeformt werden. Mittlerweile werden solche Abformungen über einen 3D-Scanner auch digital angefertigt. Aber für kleine Anpassungen muss man eben oft noch selber fräsen. Wir werden mal gucken, ob meine Hände tatsächlich so, ob ich das kann. Für das Fräsen braucht man auf alle Fälle Übung. Und es dauert. 199 Hörakustiker-Azubis gab es im vergangenen Jahr in Hessen. Die Berufsschule für sie ist übrigens in Lübeck. Wochenweise muss man deshalb in den Norden. Im ersten Jahr der dualen Ausbildung verdient man 600 Euro, im dritten Ausbildungsjahr 800 Euro. Nach dem Fräsen darf ich beim Beratungsgespräch dabei sein. Bernd Schmidt aus Gießen bekommt von Mitarbeiterin Ricarda Gall sein erstes Hörgerät. Meine Frau hat immer gesagt, du hörst nicht gut. Ich höre alles. Und bei mir sind es jetzt nur die hohen Töne. Aber ich meine, es ist schon ein großer Unterschied. Als wie jetzt so. Man muss den Fernseher nicht mehr so laut machen. Das habe ich ein bisschen zoft mit meiner Frau. Die hört nämlich nicht mehr alles. Jetzt ist ihre Frau dran. Ja. In kaum einem anderen Handwerksberuf arbeitet man so nah am Menschen und mit ihnen. Ricarda Gall macht den Job schon seit 15 Jahren, hat in dieser Zeit auch ihre Ausbildung zur Meisterin gemacht. Durchschnittlich 3.600 Euro verdient man damit. Geduld und Empathie, sagt sie, wären am wichtigsten. Man muss immer in der Lage sein, sich eben auch in den Kunden hineinzuversetzen. Ne? Man muss sich vorstellen, der hört das erste Mal schlecht, der weiß überhaupt nicht, was auf einen zukommt. Man muss quasi alles erklären und auch wirklich manchmal auch noch mal 3 Schritte zurückgehen, wenn man merkt, man ist vielleicht zu schnell. Trotzdem erfülle einen dieser Job auch, denn man verbessere die Lebensqualität der Menschen. Für mich ist es immer schön, wenn Kunden sagen, Mensch, das haben Sie gut gemacht und ich bin so froh, dass ich das wieder höre. Ich sitze jetzt in meinem Garten und höre die Vögel wieder. Oder beim Spazierengehen, wenn die Blätter im Wald rauschen. Da gibt es einfach so viele Punkte, wo man die Dankbarkeit dann auch merkt. Ja, weil ein Hörgerät, muss man ja natürlich sagen, ist auch immer noch was, was keiner haben möchte. Ne? Also da, man geht ja nicht in den Laden und sagt, jawohl, heute kaufe ich mir ein Hörgerät. Ne? Von den älteren Kunden zu den ganz Jungen. Im Nebenzimmer wird die kleine Liv behandelt. Bei der hat man schon kurz nach der Geburt beim Neugeborenen-Screening einen Hörfehler auf dem linken Ohr diagnostiziert. Wie ist es denn jetzt im Alltag? Also geben Sie es ihr rein? Oder ja, sie macht es auch gut mit. Also okay. Sie macht es nicht raus und akzeptiert es noch. Und, ja. Gibt es denn einen Unterschied? Also merken Sie in den Reaktionen irgendwas? Also ich glaube, ich merke, wenn es angeht. Ah ja. Also, ja. Dass sie dann schon einmal aufmerksam ist. Ja, genau. Ja. Wenn es angeht. Schnuppi. Seit ein paar Monaten trägt Liv ein Hörgerät, das immer wieder neu angepasst werden muss. Auf die sogenannte PET-Akustik kann man sich als Hörakustiker spezialisieren. In dem Fall haben wir jetzt ein Silikonohrstück, also ein weiches, weil sie ja noch drauf liegt. Ne? Dann haben wir geguckt, eben von der Gehäuseform, was hinterm Ohr gut auch sitzt. Ne? Das Problem ist bei den Kleinen ja oft, dass das Bindegewebe noch so weich ist und wir dann noch nicht ganz so viel Halt haben. Ne? Und dann kommt eben dazu, wir haben eben nicht die Möglichkeit, einen Hörtest zu machen, so nach dem Motto, bitte sagen Sie mir, wann Sie den Ton das erste Mal hören. Die PET-Akustiker bekommen sogenannte Hirnstammmessungen von der Klinik, um die Werte für das Hörgerät anzupassen.
Gutes Hören ist bei Babys enorm wichtig für den Spracherwerb und die weitere Entwicklung. In ein paar Jahren wird Liv kein Hörgerät mehr brauchen. Zurück im Laborraum. Ich darf Schallschläuche für Hörgeräte zuschneiden und biegen. Die müssen regelmäßig ausgewechselt werden. Eine Standardtätigkeit für Hörakustiker. Also komm, mein erstes Mal hier. Gib mir fünf. Was mich überrascht hat heute, Hörakustiker scheint vor allem für Frauen ein attraktiver Beruf zu sein. Nur einen männlichen Azubi gibt es hier, der war aber gerade in der Berufsschule. Tatsächlich, Hörgeräteakustiker ist schon spannend, ist abwechslungsreich, man hat mit Leuten zu tun, man macht was handwerklich, man muss aber auch technisch sehr viel beherrschen. Ich glaube, man muss auch extrem viel lernen dafür, bis man wirklich gut ist in dem Job. Ein anspruchsvoller Beruf, den ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Und viele andere wahrscheinlich auch nicht.